Ja, nicht mal mehr 2 Wochen ist Weihnachten. Und ich weiß nicht, ob Sie das auch schon beobachtet haben. Alle rennen jetzt los und wollen den besten Weihnachtsbaum haben. Ja, am besten perfekt. Jede Nadel soll da sitzen, wo sie sitzen soll. Aber teuer sind die. Wenn man so einen speziellen Baum will, das geht ja so ab 30 Euro los. Ja, und was macht man nach Weihnachten? Wegschmeißen. Ist doch schade ums Geld, oder? Man kann doch so einen Baum jedes Jahr aufs Neue wieder hinstellen und schön dekorieren. Ja, und da haben wir jetzt passend für Sie unsere künstlichen Weihnachtsbäume. Und keine Sorge, wenn Sie jetzt denken, künstliche Weihnachtsbäume. Die sehen alle sowas von echt aus. Also ich muss auch zweimal hinschauen. Das sind wirklich echte Weihnachtsbäume. Und wie Sie die auch noch passend schmücken können, das verrät uns jetzt unsere Deko-Queen. Dankeschön, liebe Zuschauer. Ist da und zeigt Ihnen, wie einfach Sie weihnachtliche Stimmung in Ihr Zuhause bringen. Und da beginnen wir natürlich erstmal klein und fein und vor allem mit einem Deko-Element, das nicht nur wie prädestiniert für das Weihnachtsfest ist, sondern auch generell im gesamten Winter genutzt werden kann. Da sprechen wir nämlich von einem kleinen Nadelbäumchen, wo ich jetzt mal runtergehe. Genau, das ist der hier, der jetzt wie leicht beschneit oder verschneit ist. Schauen Sie sich das mal an. Super schön gemacht, so ein kleines Nadelbäumchen, das wir hier haben. Das mit so einer ganz, ganz, ganz feinen Schicht von ganz tollem kleinen Schnee bedeckt ist. Und das sieht man, das mit so viel Liebe zum Detail gemacht, wie hier jetzt die einzelnen Schneeflocken und Kristalle auf den Nadeln sitzen. Wirklich super schön. Dazu haben wir hier auch noch so kleine Pinienzapfen, die selbstverständlich echt sind. Echt, ne? Ja, genau, um dem Ganzen auch nochmal so ein sehr, sehr schönes, echtes, naturgetreues Ambiente zu geben. Und vor allem, Sie haben es schon gesehen, natürlich mit LEDs hier schon gleich verziert. Schön ist jetzt hier, dass wir nicht von einer LED-Kette sprechen, die jetzt um die einzelnen Zapfen bzw. um jetzt die einzelnen Nadeln herumgefädelt wurde, sondern die befinden sich schon hier in der Ästelung dieses Nadelbäumchens. Das sehen Sie jetzt hier ganz, ganz schön. Dadurch hat man hier auch kein Zuleitungskabel und vor allem noch mehr Möglichkeiten, sich das alles so zurechtzuzupfen, wie man gerne hätte. Schön ist auch, dass Sie hier jetzt eine Dekoration haben, die Sie im Eingangsbereich hinstellen können, sowohl links als auch rechts, wenn Sie wünschen. Sie können jetzt dieses Nadelbäumchen auch mal toll auf die Terrasse stellen. An so eine kleine Ecke, wo man einfach sagt, da fehlt es irgendwie. Ne? Sie kennen das auch, man hat so Ecken, man möchte da irgendwas hinstellen, man weiß aber nicht, was genau. Mit 70 Zentimetern hier an Gesamthöhe sind wir natürlich auch bei einer schönen Höhe, wo Sie hier die Ecken ganz hervorragend dekorieren können. Unten einmal der Topf, der natürlich gleich schon mitgeliefert wird, in so einem Jutebeutel eingepackt und mit so einer kleinen Kordel dann auch nochmal verschlossen, wirkt das Ganze auch wirklich sehr, sehr schön rustikal und vor allem auch sehr natürlich, wie ich finde. Kann man sich dann auch hier noch so zurechtziehen, wie man das gerne hätte. Und vor allem, bei dem Nadelbäumchen finde ich jetzt so schön, dass Sie hier auch noch Ihren eigenen Flair mit reinbringen können. Der Nadelbaum kommt so zu Ihnen in einer Verpackung. Da werden dann bitte ganz einfach diese beweglichen Äste nur mal so zurechtgezupft, wie Sie das gerne hätten. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich benutze den jetzt die gesamte Winterzeit, so wie es ja auch vorgesehen ist, aber gerade kurz vor Weihnachten möchte ich es noch ein bisschen weihnachtlicher haben, können Sie natürlich hier auf die einzelnen Ästchen noch Ihre Weihnachtskügelchen aufhängen. Das macht das Ganze dann noch so ein bisschen weihnachtlicher. Gerne auch Lametta noch mit einbringen, wenn Sie wünschen. Und dann, wenn das Weihnachtsfest vorbei ist, und das ist ja schön, es ist jetzt nicht nur Dekoration für Weihnachten, sondern für den gesamten Winter, können Sie hier wieder alles abnehmen und das dann stehen lassen. Ich finde, es sieht aus wie so ein Nadelbäumchen, das einfach so Winterflair hat und leicht beschneit wurde. Das kann man wirklich den ganzen Dezember, den ganzen Januar, Februar stehen lassen. Es ist wunderschön, es ist sehr geschmackvoll. Aber kann man auch da gut platzieren, wo man eben weiß, okay, derjenige, der kann jetzt nicht mehr selber Weihnachtsbäume schmücken, weil es ist ja schon alles fertig. Ne? Oder vielleicht auch da hinstellen in Seniorenheim, wenn man es da ein bisschen gemütlich einrichten möchte. Also wunderschön gemacht, auch mit diesen kleinen warmweißen LEDs. Einfach nur aufstellen und Weihnachten genießen. Und das für 18,91 €. Ich meine, das ist ein Wahnsinnspreis, ja. Da ist hier unser kleines Nadelbäumchen dabei, da sind die Tannenzapfen dabei, da sind natürlich auch das Jutesäckchen und der Topf dabei und ganz wichtig die LED-Lichterkette, ja. Und das Ganze ohne störende Kabel, man braucht nicht eine Steckdose in der Nähe, es ist
komplett fertig. Sie müssen einfach nur bestellen und anrufen. Und für 18,91 Euro kann man da auch ruhig mehrere bestellen, ja. Ja, sich in der Wohnung verteilen. Wunderschön gemacht mit der NX7644 und der 569. Wer allerdings sagt, naja, Weihnachten, darf so ein kleiner Weihnachtsbaum dann auch nicht fehlen auf so einer Kommode, auf einem kleinen Tisch. Da hast du jetzt so eine nächste Variante mitgebracht. Auch sehr schön mit diesen kleinen roten Bärchen. Ja, du hast es ja schon angesprochen und ich finde es auch ganz, ganz toll. Ne? Es gibt viele Menschen, die sagen, Mensch, ich hatte damals zum Beispiel auch immer Weihnachtsbäume, aber mittlerweile ist die Wohnung einfach nicht mehr groß genug. Oder aber sie sagen, ich hätte gerne einen Weihnachtsbaum, aber nicht den gesamten Hantier, der damit verbunden ist. Wie das Schmücken zum Beispiel oder auch das Auspacken und der ganze Dreck. Und wie gesagt, ich möchte halt auch einfach nicht mehr so einen großen Weihnachtsbaum haben. Ich selbst brauche das auch nicht. Aber man möchte sich noch so ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre nach Hause holen. Weil die Kinder, die Enkel kommen an den Adventssonntagen oder vielleicht auch am ersten, zweiten Weihnachtstag. Und irgendwo müssen ja auch die Geschenke drunter gelegt werden. Da ist natürlich hier so ein Deko-Weihnachtsbaum mit 60 cm Höhe schon schön. Der ist nämlich jetzt auch wieder leicht beschneit, wie Sie sehen an den einzelnen Tannenspitzen, die wir haben. Wir haben hier selbstverständlich die Eibenbeeren, die natürlich auch charakteristisch für Weihnachten schon angebracht wurden. Die Pinienzapfen, die natürlich auch wieder echt sind. Und darum geschlungen eine schöne, feine LED-Lichterkette, die auch noch Lichteffekte mit in dieses Bäumchen zaubert. Und natürlich wieder ein Jutebeutel mit einer schönen Kordel und vor allem das Ganze, liebe Zuschauer, batteriebetrieben. Ne? Sowohl als auch beide Bäumchen sind batteriebetrieben. Es ist immer wichtig, dass sie da unabhängig sind, von jeglicher Steckdose dekorieren können, wo sie wollen. Und so, jetzt kommen wir zu einem Weihnachtsbaum, den ich natürlich gerne als Zweitbaum im Eingangsbereich aufstellen kann. Weil ich sage, da möchte ich weihnachtliche Atmosphäre verbreiten. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich bin einfach nicht mehr in dem Alter, mir einen großen Weihnachtsbaum aufzustellen. Ich will eine Kleinigkeit haben für mich, für meine Seele, für Weihnachten, aber auch für die Kinder und Enkel, ist er auch fürs Wohnzimmer fantastisch. Auf so einem kleinen Podest, schön auf einem tollen Stoff dekoriert. Oder aber, und du hattest es gesagt, Krankenhäuser oder Seniorenheime. Ich meine, nur weil die Menschen jetzt natürlich in öffentlichen Einrichtungen leben und dort keine offene Flamme erlaubt ist oder auch natürlich kein echter Dekobaum, man kann das ja auch verstehen, aufgrund des sowieso schon begrenzten Reinigungspersonals, ist es trotzdem schön, wie ich finde, gerade auch den Menschen dann noch die weihnachtliche, behagliche Atmosphäre als Dekoration zukommen zu lassen. Da wird auch keiner was sagen. Meine Mutter arbeitet selbst in einem Altenheim und ist dann dort als Personalleitung tatsächlich auch eingeteilt. Ich habe sie gefragt, sie hat gesagt, sowas ist gar kein Problem, da freut man sich dann auch immer sehr. Das ist dann auch für die Angehörigen was Schönes, wenn man da nicht in so einem kühlen Raum sitzt, gerade wenn man damit aufgewachsen ist, auch mit den Generationen von der Familie das kennt, mit einem Weihnachtsbaum, wenn man dann jetzt sowas im Zimmer da stehen hat, kann man also auch toll verschenken. Und du hast hinterher auch nicht den Dreck. Das ist ja immer das, früher waren Weihnachtsbäume, den hast du sofort angesehen, wenn die nicht echt waren, wenn es Kunstbäume waren. Aber mittlerweile sind die ja wirklich so gut gemacht, dass man die eigentlich gar nicht mehr unterscheiden kann. Und das Schöne ist, man hat hinterher nicht den Dreck. Man muss nicht abdekorieren, ja, wo die Lichterketten dann vielleicht auch zerknicken. Du hast keine Nadeln, die irgendwo rumliegen, aber auch schön fürs Büro. Ja, ins Büro schleppst du jetzt keinen echten Weihnachtsbaum mit. Da kann man sich das auch so schön auf den Schreibtisch stellen. Also es gibt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo ich das eben wunderbar einsetzen kann. Und ich finde, für 16,06 Euro überlegt man auch nicht lange. Das ist so was Kleines. Na, das kann man auch mal den Kollegen auf den Tisch stellen oder vielleicht auch, dass man sagt, Mensch, das gefällt mir gut auch für zu Hause, fürs Kinderzimmer, für Altersheime, für Seniorenheime, Krankenhäuser, überall einsetzbar und nach Weihnachten dann einfach zusammenklappen, ja, und einfach in den Keller oder irgendwo hinstellen. Also das ist schon gar kein Problem. Liebe Zuschauer, die Bestellnummer hierfür ist die NX7645 und die 569. Wie gesagt, hier ist alles dabei. Sie müssen an gar nichts mehr denken, nur noch bestellen. Das sei hier ganz, ganz wichtig. Wem das Bäumchen jetzt allerdings zu klein ist, wer sagt, ich brauche kein Bäumchen, bei mir kommt die ganze Verwandtschaft, ich brauche einen richtigen, schönen Weihnachtsbaum. Da haben wir jetzt tolle, tolle Möglichkeiten für Sie. Und da kommen wir zu einem Modell. Darf ich deine Geschichte erzählen, die du eingangs... Bitte. Wir haben uns heute Morgen geschminkt. Und hat Vivian gesagt, oh du Anne, mein Freund hat mir einen Weihnachtsbaum geschenkt und der ist so hässlich. Den sieht, das ist dann so ein Baum, wo man wirklich sieht, okay, der ist nicht echt. Es war aber nett gemeint. Ja, also ich erzähle die gesamte Geschichte. Ach so, ja. Ja, ich glaube, so ist es besser. Das war die Kurzversion für die Anne-Kathrin. Ja, liebe Zuschauer, ich finde,
Zu Weihnachten gehört einfach ein Weihnachtsbaum dazu, oder finden Sie nicht? Gehört dazu. Jetzt habe ich aber natürlich den absoluten Putzfilm. Ich habe mir auch noch einen Staubsauger gekauft, weißt du auch noch nicht, du warst lange nicht da. Ja, hör mal, der ist ein Traum. So, auf jeden Fall war es dann so, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, Schatz, ich hätte gern Weihnachtsbaum, aber keinen echten, die Nadeln. Muss man sich ja mal überlegen, ne? Der kommt ja ins Auto, ist das Auto erstmal versaut. Dann fährt man damit nach Hause, komplett durch den Flur, überall Nadeln und Dreck, dann in die Wohnung rein, durch den Flur, alles sauber machen. Da muss man den ausrichten, aufstellen und dann verliert er sein Nadelkleid Tag für Tag. Und über den ethischen Aspekt wollen wir gar nicht reden, sprechen wir aber gleich noch kurz mal drüber. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, ich hätte gern künstlichen. Dann hat mein Freund mir doch nett, wie er ist, zu Nikolaus, den Weihnachtsbaum bestellt, liebe Zuschauer. Er hat ihn aufgestellt, ich komme nach Hause, ich denke, oh, ein Weihnachtsbaum. Und habe ihn dann gefragt, ob das der günstigste war, den er gefunden hat, weil der so hässlich ist, dieser, wirklich. Hat aber der gute Wille zählt. Der Wille zählt, aber das Ding, ich sage Ihnen jetzt mal ehrlich, ich habe nicht mal Weihnachtskugeln gekauft, weil es einfach zu schade ist. Und jeder Wert, jeder 1-Euro-Shop-Weihnachtskugel übersteigt den Wert des Weihnachtsbaumes. Anders so jetzt hier, liebe Zuschauer, unsere Deluxe-Weihnachtsbaumtanne. Schauen Sie jetzt, kommen Sie bitte mal her. Schauen Sie sich das doch mal von ganz, ganz nah an. Ich musste wirklich auch die Lupe holen, um jetzt hier zu unterscheiden, was ich nicht konnte, ob es ein echter oder ein unechter ist. Schauen Sie sich das an. Zwei verschiedene Strukturen der Nadel, der Zapfen, die wir haben. In verschiedenen grünen Farbverläufen. Das war ein Weihnachtsbaum, wie ich ihn mir gewünscht habe und wie ich es mir das auch vorgestellt habe. Naja, wie gesagt, mein Weihnachtsbaum... Ich zeige Ihnen ein Foto. Er bleibt ungeschmückt dieses Jahr. Unbedingt. Hier jetzt ein wunderschöner Weihnachtsbaum mit 225 cm Höhe. Die Äste sind beweglich. Das Ganze wird zusammengesteckt, nadelt überhaupt nicht. Egal wie feste ich jetzt hier dran schrubbe oder ziehe, passiert nichts. Sandra hat den für uns aufgebaut letzte Woche mit einem Kollegen zusammen und hat für zwei Bäume 15 Minuten gebraucht. Wow. Wenn Sie jetzt sagen, ich mache das alleine, brauchen Sie für einen Baum, also wenn ich jetzt wirklich mal grob schätze, maximal 10 Minuten. Jetzt werden hier die einzelnen Teile ganz einfach angebracht und Sie sehen, dass Sie sich diese perfekte, wunderschöne Tanne so zurechtzuppeln können, wie Sie das gerne hätten. Fühlt sich auch echt an. Wie eine Fühlt sich Tanne, echt an, sieht super echt aus, wirklich. Da kann man mit der Lupe rangehen und sich die einzelnen Nadeln anschauen. Und was auch schön ist, ist, dass hier schon die LED-Beleuchtung mit insgesamt 500 LEDs integriert ist. Das heißt, so wie der ist, kommt er zu dir. Ja. Ist natürlich in drei verschiedenen Teilen gegliedert. Hier einmal die Äste sind nach oben gesteckt, die zuppeln Sie dann einfach einmal runter und bitte den Karton aufbewahren, damit Sie den Weihnachtsbaum Jahr für Jahr wieder benutzen können. Der ist perfekt ausgerichtet, anders als bei echten Bäumen. Der ist sieht das nicht schön aus? Oh mein Gott, sehr, das ist der Wahnsinn. Ich finde, für mich gehört Weihnachten ein Lichtermeer ganz einfach dazu. Kleine Glühwürmchen, die leuchten, liebe Zuschauer. Genau das macht dieser künstliche Weihnachtsbaum jetzt hier. So kommt er zu Ihnen. Einmalig bestellt, hat man viele, viele Jahre Freude damit. Und Anne-Kathrin, ich habe einen absoluten Putzfimmel. Ich habe einen neuen Staubsauger, der saugt alles weg. Ich laufe damit dreimal am Tag durch die Bude. Ein echter Weihnachtsbaum mit den Nadeln. Wäre gar nichts für mich. Und vor allem du ja auch als Veganerin, ich als sehr bewusst lebender Mensch. Ich esse den Baum. Nein, bitte. Das finde ich so gut. Die Anne-Kathrin kommt leider nicht mehr, der hat den Weihnachtsbaum gegessen. Nein, weil der so echt aussah. Nein, es geht natürlich auch um den ethischen Punkt. Ne, es ist ganz einfach so, dass man gerade auch jetzt mit dem Klimawandel merkt, es kommt kein Schnee dieses Jahr, es wird wärmer. Wir möchten nachhaltiger leben und deshalb gibt es ja gerade auch bei den Discounter mittlerweile viele Bioprodukte, viele gute Produkte, die man einfach kaufen kann. Zum einen, weil die natürlich weniger pestizidbelastet sind. Ist übrigens auch bei Bäumen so, die werden gedüngt und auch mit Pestiziden ganz schnell heranwachsen lassen. Aber vor allem geht es hier natürlich auch um die Nachhaltigkeit. Und wir alle wünschen uns eine tolle Zukunft für die Kinder und für die Enkel und machen den ersten Schritt tatsächlich dann schon damit, wenn man einfach sagt, ich verzichte jetzt auf diesen pestizidbelasteten Baum, der extra schnell mit viel Chemikalien dafür herangezüchtet wurde, paar Tage in der Wohnung zu stehen, der extra dafür gefällt wurde und danach wieder weggeworfen wird. Ne? Das ist auch so ein Punkt, wo man sich dann auch mal Gedanken machen sollte, nicht nur wegen der Sauberkeit oder wegen dem Stress oder ein Tier, der wird ja zu Ihnen nach Haus geliefert. Da haben Sie ja gar nichts mit am Hut. Ne? Brauchen Sie ja keinen Lieferservice, gar nichts. Wird Ihnen nach Haus geliefert. Aber da hat man vor allem auch was Gutes fürs Gewissen, was die meisten ja gar nicht wissen. Ja. Wenn ich mir eine echte Tanne nach Hause hole, hole ich mir ja auch die Chemikalien, die Pestizide gleich mit ins Wohnzimmer. Hier die komplett andere Variante, allergikerfreundlich, nadelt nicht, kommt direkt nach Hause, macht keine
keinen Dreck, sieht super schön aus und vor allem muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nie so eine schöne ausgerichtete Tanne gesehen. Ja eben, die Tannenbäume, die in der Natur vorkommen, da fehlt da mal ein Ast, da ist da eine Lücke, dann gefällt einem das nicht. Ja, das kennen Sie vielleicht auch. Die ist perfekt so, wie sie hier steht und perfekt natürlich auch schon die Lichter verteilt. Ich finde, vor Weihnachten ist man ja immer noch so motiviert, die Lichterketten toll anzubringen, ja, und dass alles perfekt verteilt ist, aber so das Nachweihnachten, ja, und nach Weihnachten ist man dann so ein bisschen demotiviert, weil man weiß, man muss wieder alles abmachen und schön sauber in den Karton und ohne Knoten, sonst gehen die Lichterketten kaputt. Hier muss ich nichts machen, ja, hier mache ich einfach die Äste, drücke ich wieder hoch und pack das ab in den Keller. Und der ist so robust, der ist so unempfindlich, ja, das macht gar nichts. Hier einfach auseinander machen. Und schon sind sie fertig. Ein paar Kugeln dran, ein bisschen Lametta und da ist er fertig. Da muss man einfach nicht viel machen. Dann die Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Genau, und hier sehen wir nochmal das Stecksystem. Ganz genau, das Stecksystem des Baumes sehen wir hier und vor allem auch das Stecksystem der Lichterkette. Falls Sie sich gefragt haben, wie, ich muss jetzt nicht jedes Jahr die Lichterkette neu anbringen. Da haben wir auch hier mehrere Glieder, die dann ganz einfach nochmal mit dem Strom miteinander verbunden werden. Das heißt also so ganz einfach in den Karton rein, beim nächsten Weihnachten alles zusammenstecken. Und auch hier die LED-Steckverbindung und schwuppdiwupp steht der Baum jetzt auch schon so wieder. So, bitte hier, liebe Zuschauer, einmal darauf achten, damit man natürlich auch alles ordentlich zusammensteckt, dass der Baum 225 cm hoch ist. Also falls Sie da vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen, sehr gerne. Finde ich wunderschön, da lohnt sich wirklich auch der teure Christbaumschmuck. Naja, und man muss ja wirklich sagen, 200 Euro ist ein super Preis. Ja? Normalerweise gehen die ja bei 300 Euro los und die sind dann ohne Lichterkette. Und hiermit spart man ja auf Dauer auch richtig viel Geld, weil man eben nicht jedes Jahr wieder aufs neue einen Weihnachtsbaum für 30, 40 Euro kaufen muss. Das ärgert einen ja auch so. Die werden ja immer teurer. Ne? Und also sparen Sie sich das Geld, investieren Sie lieber einmal in einen guten, ja, oder gut aussehenden Weihnachtsbaum, der eben nicht echt ist, aber sich so anfühlt, so aussieht und Sie sich jedes Jahr aufs Neue freuen können für 206 Euro. Ein wunderbarer Preis. 500 LEDs, die gibt es ja auch schon mit dazu. In diesem schicken Warmweiß, da bleiben doch keine Wünsche mehr offen. Jetzt habe ich heute Morgen erst wieder beim Wetterdienst gehört, es gibt dieses Jahr, also zumindest in vielen, vielen Gebieten, keine weiße Weihnacht und wir wünschen uns das doch so sehr. Ja, vielleicht irgendwo in Österreich, aber hier in Deutschland könnte eher schwierig werden. Ja, weiße Weihnacht ist was Schönes und noch schöner, Sie können sich die weiße Weihnachten nach Hause holen. Ganz genau, mit der weiteren künstlichen Tanne. Übrigens, falls Sie sich fragen, wie kommt man überhaupt an so eine Qualität? Unsere Tannen wurden für eine amerikanische Mall gefertigt. Und Sie können sich das ja vorstellen, in Amerika, da prunkt und protzt man ja, wo man nur so kann. Ja, ja. Und da wird wirklich mit Liebe zum Detail dann auch auf alles geachtet. Und genau diese Wahnsinnstanne holen Sie sich jetzt nach Hause. Hier sind wir auch wieder bei 70 Ästen mit 225 cm Höhen. Bei 500 LEDs, die bereits angefertigt wurden und vor allem auch schon an die Verästelung dran gemacht wurden, sodass Sie einfach nur alles zusammenstecken. Und so holen Sie sich den Traum der weißen Weihnacht in einer wunderschönen, realistischen Art und Weise jetzt nach Hause. Schauen Sie sich das mal an. Also gerade auch, wenn man hier wieder näher hinschaut, sieht man wieder, und das ist natürlich hier auch gemacht, dieses Grundgerüst der grünen Tanne, die jetzt in verschiedenfarbigen grünen Elementen und in verschiedenen Strukturen jetzt natürlich im unteren Teil einmal gefertigt wurde. Und dann drauf, wie so ein ganz, ganz feiner, frischer Schnee, der jetzt gerade gefallen ist, wie so Schneeflöckchen, was das Ganze dann natürlich noch etwas voller wirken lässt und vor allem, als hätte es gerade frisch bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer geschneit. Super, super schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Und auch hier natürlich wieder allergikerfreundlich und fantastische Fertigung. Fantastisch, mit einem schönen großen Ständer. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an, weil da habe ich jetzt auch noch was für Sie mitgebracht, damit Sie da die perfekte Rundum-Ausstattung schon zu Hause haben. Und vor allem, wie gesagt, ein Weihnachtsbaum, der Ihnen jetzt nach Hause geliefert wird. Das heißt, Sie bestellen telefonisch oder online, dann kommt dieses Paket zu Ihnen. Das Paket wird ausgepackt. Sie biegen sich die Äste so zurecht, wie Sie wünschen. Der Baum steht, Ende von Weihnachten, zack, wieder zusammen in den Karton rein, in den Keller, auf den Dachboden, fertig. Nächstes Jahr wieder rausholen. Nicht der ganze Aufwand, den man mit herkömmlichen Tannen hat. Ich erinnere mich da zum Beispiel an das vorletzte Jahr. Fest mit meiner Mama, zwei Frauen, meine Mutter und zwei Sitzer, ein Cabrio. Ja, sind wir da zum Weihnachtsmann-Service gefahren. Es hat geregnet, alles ins Auto rein, eine Tanne ausgesucht, dann noch gehandelt, was das Zeug hält. Haben einen guten Preis bekommen. Die Tanne in das Auto rein, alles war zerkratzt. Ledermontur vom Auto, alles war zerkratzt, alles
alles war voller Erde. Wir waren dreckig von oben bis unten, durch die gesamte Bude den Tannenbaum da gezogen, ausgerichtet, ehe der mal einigermaßen stand und vor allem jeden Tag. Du bist aufgestanden, du konntest dich gar nicht mehr daran erfreuen, dass du einen Weihnachtsbaum hattest, weil überall Nadeln auf dem Boden waren. Und dann denkst du dir, komm, dann musst du erst mal wegsaugen. Dann kommen die Hunde, rasen die einmal am Bäumchen vorbei oder die Kinder oder man geht selbst mal dran vorbei. Schon wieder alles voller Nadeln. Es hört einfach nicht auf, man kann sich da auch gar nicht freuen. Deshalb ist das hier wirklich die clevere, saubere, allergikerfreundliche Variante und vor allem auch eine sehr, sehr nachhaltige Variante, die super schön und hier vor allem super günstig einmalig zu erwerben ist. 227,91 €, ein fantastischer Preis. Wir müssen nichts mehr machen, außer bestellen und anrufen mit der NX 7656 und der 569. Der Schnee ist auch gut fixiert, ja. Also selbst wenn man hier so ein bisschen schüttelt, da fällt auch nichts runter. Also sie werden auch nicht im Nachhinein irgendwie Ärger haben, weil sie alles wegsaugen müssen, ja. Es bleibt hier wirklich alles bestehen und auch hier wieder super echt gemacht. Ich muss immer die ganze Zeit hingreifen, weil man hat wirklich das Gefühl, man hat hier einen echten Nadelbaum. Aber da nadelt nichts, der sieht einfach jedes Jahr schön aus. Und man kann ja auch jedes Jahr aufs Neue dekorieren. Den einen Weihnachten mal rote Kugeln, das andere Weihnachten wieder goldene Kugeln. Es sieht ja trotzdem jedes Jahr anders aus. Aber sie haben eben nicht diese Ärgernisse, die ihn Vivian gerade geschildert hat. Jetzt ist es ja bei Weihnachtsbäumen so, der Baum an sich ist schön, aber meistens hast du einen Ständer und die sehen richtig, richtig, naja, unsexy aus, ne? Das wissen sie selbst. Und da haben wir jetzt zwei wunderschöne Decken für sie, die den Weihnachtsbaum noch edler daherkommen lassen. Ganz genau. Santa Claus is coming, liebe Zuschauer. Und hier sehen sie, wie der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren und seinen Schlitten schon auf dem Weg zu ihnen und zu den Kindern ist. Ich zeige Ihnen den Ständer gerne mal, indem ich jetzt hier einmal unser Weihnachtsdeckchen abmache. Das wird hier hinten super schön mit so einer kleinen roten seidenen Schleife geschlossen. So, jetzt schauen wir uns das hier einmal an. Man hat ja immer den Ständer, egal ob echter Weihnachtsbaum oder unechter, wo dann ganz einfach immer alles nicht so schön aussieht. So, und jetzt möchte man das Ganze abdecken. Das kann man natürlich zum einen mit irgendwelchen Decken machen, zum anderen aber auch jetzt deutlich einfacher und vor allem viel schöner mit so Weihnachtsketten. 90 cm hier im Durchmesser. Sie sehen hier einmal die zwei großen, schönen Geschenkschleifen und vor allem ist jetzt so alles ganz, ganz toll abgedeckt. Das heißt, hier vorne können die Geschenke aufgestellt werden. Man sieht nichts mehr von dem Ständer. Alles ist ganz, ganz schick gemacht. Auch hier ein schöner zweilagiger Stoff, der auch sehr bodenschonend ist und vor allem auch nicht rutscht. Das ist auch ganz wichtig. Und wie gesagt, schön fürs Weihnachtsfest. Santa Claus is coming to town. So sieht's aus. Hier bitte gleich bestellen. Solange das Kontingent noch verfügbar ist, kann man natürlich auch alle Jahre wieder verwenden. Das stimmt. Vor allem für 6,56 Euro. Ob Sie sich jetzt für unsere künstlichen Weihnachtsbäume entschieden haben oder Sie vielleicht auch einen echten Weihnachtsbaum bereits schon zu Hause haben. Du hast es gesagt, egal ob künstlich oder echt, die haben alle diese Ständer, die unschön aussehen. Aber die müssen ja irgendwie gehalten werden, diese Bäume. Und deswegen ist es schön, wenn man dann so eine Decke hat, wo man das schön kaschieren kann. Es sieht dann einfach vollendet aus, ne? Also man hat den Ständer nicht, den man sieht, und es sieht einfach viel gemütlicher aus, dann die Geschenke da drunter platzieren. Wir haben natürlich noch eine weitere Decke für Sie vorbereitet und die ist jetzt natürlich ein echtes Highlight, wenn man das sich so anschaut, aber noch spektakulärer wird es dann, wenn es dunkel wird. Ja, ganz genau, denn diese Weihnachtsbaumständerdecke ist ja jetzt wirklich die Creme de la Creme, ne? Die ist jetzt ganz, ganz toll hier gefertigt und Sie sehen es direkt mit einem super schönen weihnachtlichen Motiv, ne? Mit so kleinen Schneemännern, die jetzt hier ordentlich auf der Piste sind und gerade die Tannenbäume schon wegkarren. So, und das Ganze jetzt mit ganz, ganz vielen einzelnen Lichtfasern, LED-Lichtern versehen und dem Batteriebetrieb. Das heißt also auch hier wieder rund 90 cm im Durchmesser eine Weihnachtsbaumständerdecke, die einfach über den Ständer des Weihnachtsbaumes rübergespannt wird. Wird dann auch hier wieder mit so einem schönen seidigen Stoff ganz einfach verschlossen und kann jetzt durch den Batteriebetrieb, das Batteriefach, das versteckt man einfach unter der Decke, das ist ganz, ganz klein, hier sofort batteriebetrieben alles zum Leuchten bringen lassen. Anne-Kathrin, was meinst du, wie schön das ist, wenn guck mal hier, unser Schneemann, der hat unser Nadelbäumchen auch schon in seiner Schubkarre. Was du ganz
Ist das nicht süß? Ist das nicht ein Traum? Ja. Das sieht wirklich aus, als würde es gerade schneien. Ja? Das ist so gemütlich, so hochwertig auch verarbeitet und komplett fertig. Sie müssen nichts machen, einfach drunter dekorieren, einschalten, fertig. Und für 28,41 €. Hast du mal so Decken auf dem Weihnachtsmarkt gesehen, was die kosten? 50-60 €, ja, zahlt man da locker. Hier finde ich aber auch wirklich super schön, dank des Batteriebetriebs mit den LEDs, ist das einfach was ganz, ganz Feines, was sie jetzt hier haben, was man sich auch wirklich freut, jedes Jahr wieder um das Weihnachtsbäumchen zu legen. Man kann ja auch beide Decken bestellen. Das eine Jahr die blaue Decke mit den kleinen LEDs, das andere Jahr wieder die rote oder einfach schön verschenken. Ja, es ist einfach was so Gemütliches. Und schauen sich hier die Schneemänner an. Ist das nicht super witzig gemacht? Auch hier der dicke Schneemann in seinem Schlitten. Tolle, tolle Idee. Und wir fassen für Sie jetzt noch einmal zusammen, denn du hast ja wirklich wunderbare Bäume mitgebracht, von ganz kleinen Bäumchen bis hin zum Riesenbaum. Und deswegen fassen wir noch mal für Sie zusammen. Und mit unserem Nadelbäumchen haben wir begonnen. Ganz genau. 70 cm in der Höhe mit LEDs versehen, leicht beschneit, liebe Zuschauer, und im Jutebeutelchen verpackt, kommt ein Dekobäumchen zu Ihnen, das wirklich den gesamten Winter lang strahlt. Wunderschön gemacht und vor allem zu einem spitzen Preis heute zu bestellen. Kann man natürlich gerne noch mit Christbaumkugeln versehen, kann man aber auch gleich so wunderschön dekorieren. 18,91 €, alles dabei, was wir brauchen, nur 70 cm hoch. Also das kann man auch ganz gerne mal ins Fensterbrett stellen. Ja. Es wird, es braucht kein Wasser, es vertrocknet nicht und ich kann es jedes Jahr aufs Neue aufstellen und dekorieren. 18,91 € mit der NX7644 und der 569 oder eben auch ein schönes Mitbringsel, wenn Sie irgendwo zum Kaffeekränzchen eingeladen sind. Und unser Bäumchen haben wir natürlich Ihnen auch gezeigt, in diesen roten kleinen Beeren. Alles dabei, wirklich Naturprodukte auch. Sehr, sehr schön. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich schöner finde. Ja, es kommt natürlich darauf an. Beide sind hervorragend geeignet, auch für Seniorenheime oder für Krankenhäuser. Für die Tische, für den Eingangsbereich. Das ist natürlich deutlich weihnachtlicher hier jetzt mit den echten Pinienzapfen und den Eibenbeeren. 60 cm Höhe mit einer LED-Kette und beides im Batteriebetrieb. Hier gleich zugreifen und vor allem Anne-Kathrin, auch was für uns, denn wir beide haben ja eher so den braunen statt den grünen Daumen, richtig? In der Tat, also Pflanzen überleben bei mir auch nicht. Aber selbst ein Weihnachtsbaum, den musst du ja immer mal ein bisschen Wasser nachfüllen. Und ja, meistens gerade bei uns zu Hause, wir haben Fußbodenheizung, das fängt dann immer an zu nadeln. Also selbst mit Wasser wird das einfach nichts. Ich habe da schon so ein echt schlechtes Karma. Ich denke mal, keine Pflanzen überleben bei mir. Aber den hier, der bleibt für immer. Der bleibt für immer grün, um den muss ich mich nicht kümmern. Und er sieht auch noch schön aus und das für kleines Geld. Von klein kommen wir zu groß, nämlich zu unserem künstlichen Tannenbaum. Und der ist jetzt wirklich, wenn man sagt, Mensch, dieses Jahr lasse ich es mal krachen, da kommt die ganze Familie. Da will ich auch so ein bisschen angeben mit dem Weihnachtsbaum. Das ist schon so ein tolles Modell, oder? Ja, das ist ein Weihnachtsbaum par excellence, liebe Zuschauer. Das ist ein Weihnachtsbaum, wo man wirklich mit der Lupe hinschauen muss, um zu erkennen, dass er vom echten gar nicht zu unterscheiden ist. Denn er ist hier mit zwei verschiedenen Strukturen, mit vielen einzelnen unterschiedlich grün gefärbten Tannennadeln gefertigt, mit der Lichterkette bereits integriert, 225 cm Höhe, kommt so zu Ihnen, Allergiker geeignet, super, super schön. 206 € und wie gesagt, nicht nur der Nadelbaum an sich, sondern auch die 500 kleinen warmweißen LEDs. Also das ist eine komplette Lichterkette, die ist schon hier schön versteckt um die Tannenzweige herum. Also Sie müssen gar nichts mehr machen, aufstellen, da wo Sie es wollen, vielleicht noch ein bisschen dekorieren, fertig. Oder Sie sagen, die weiße Variante hat mir gefallen, eben weil gerade Kinder, die sehen sich ja so sehr nach weißer Weihnacht und damit kann man sich die weiße Weihnacht auch schön nach Hause holen. Ja, ganz genau. Sieht aus, als hätte es gerade bei Ihnen im Wohnzimmer geschneit, denn es sieht aus wie kleine, feine Schneeflöckchen, die so richtig schön hier runter auf das Nadelkleid des Baumes gefallen sind. Auch hier natürlich die 500 LEDs, die Lichterkette gleich integriert. Wird nur zusammengesteckt, fertig. Ich kann Ihnen wirklich nur wärmstens empfehlen, sich einmal so etwas zu gönnen, wo Sie viele, viele Jahre Freude haben. Natürlich auch auf lange Zeit hingesehen deutlich Geld sparen, aber vor allem auch keine Arbeit mehr mit haben. Nicht mehr das ganze Auto, den Flur und vor allem auch das Wohnzimmer versaut zu haben. Der Umwelt was Gutes tun und das Ganze hier mit einer täuschend echten Optik, wie sie, wie gesagt, für eine amerikanische Mall gefertigt wurde. Hier jetzt noch zum Spitzenpreis, solange das Kontingent verfügbar ist.
227,91 €. Damit kann man sich so dieses amerikanische Flair auch ein bisschen nach Hause holen mit einem prunkvollen Weihnachtsbaum, den ich jedes Jahr aufs Neue wieder aufstellen kann. Hier sehen Sie nochmal beide Bestellnummern in der Übersicht. Einmal ohne Schnee mit der NX7657 und der 569 und mit Schnee mit der NX7656 und der 569. Beide haben die Lichterkette schon integriert, aber auch unsere kleinen Bäumchen, ja, unsere Nadelbäumchen, auch die haben schon eine Lichterkette und dann muss man das nicht mehr selber machen. Es gibt ja auch so viele Lichterketten, die müssen einzeln angebracht werden, diese kleinen, die aussehen wie Kerzen, ja. Wehe, da kommt ein Knoten rein, dann funktioniert die ganze Lichterkette nicht mehr. Hier ist alles dabei, hier sollen Sie sich erfreuen, aber bevor Sie sich erfreuen, müssen Sie natürlich anrufen. Also viel Freude!